Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Infovideo. Was ich jetzt in diesem Video mal so sagen wollte, ist einmal, dass ich jetzt am Montag meinen PC wegbringe. Das heißt, ich lade mir jetzt hier Windows 7 rauf. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Windows Vista nicht. Also, dass Windows Vista nicht gerade das Beste ist. Ist es zwar nicht, aber das hat einen größeren Grund. Und zwar, wenn ich jetzt mal hier öffne, diesen Stereo Mix. Das ist ja dieser Ingame-Sound. Und wenn der aus ist, dann kann ich meine Games, die ich Let's Play, nicht den Ingame-Sound aufnehmen. Und das ist natürlich richtig kacke, weil das hatte ich ja in den einen Mafia 2 Videos gemacht, in zwei ganzen Videos schon. Und das nächste und übernächste wird auch noch ohne Ingame-Sound kommen. Aber dann habe ich das mal wieder versucht mit dem Ingame-Sound aktivieren, das heißt Stereo Mix wieder anzumachen. Da ist dann meine Stimme ein bisschen besser zu hören, weil mein Mikro habe ich ein bisschen lauter gestellt. Aber hat auch nicht ganz so super geklappt. Das heißt, es ist immer noch so hier die Stimme wird so ein bisschen verzögert. Das heißt, so lauter mal wieder leiser. Und das ist natürlich auch richtig kacke. Und ja, das ist liegt. Ich glaube, also ich habe mal ein bisschen im Internet gegoogelt, an was das liegen könnte. Und da stand auf der einen Webseite, es liegt eventuell an Windows Vista, an den Stereo Mix von Windows Vista. Ja, deswegen habe ich mich entschlossen, Windows 7 raufzuspielen lassen. Ich lasse es raufspielen, weil wenn ich es selbst mache, dann bleibt mir mein PC hängen und der ist in totalem Arsch und das kostet dann mal wieder 80 Tacken. Und dafür bezahle ich dann lieber 20 Tacken oder noch nicht mal 20, vielleicht 10 €. Und dann bin ich auch auf der sicheren Seite, dass auch alles richtig gemacht wird. Und wenn nicht, dann muss er es bezahlen. Ja, das ist der erste Grund, dass meine Videos im Moment noch ein bisschen schlechter waren oder immer noch sind. Ja, der zweite Grund. Jetzt habe ich gerade einen totalen Blackout. Es war auf jeden Fall der Grund, dass meine Videos noch nicht so ganz so astrein waren. Ja, der zweite Grund, wo ich gerade nicht mehr weiß, was das für ein Grund war. Ich glaube, es gab gar keinen zweiten Grund. Naja, es gab gar keinen zweiten Grund, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, es wird jetzt bald nachdem mein PC wieder hier ist, das wird vielleicht, wenn es hochkommt, einen Tag dauern. Vielleicht bekomme ich ihn auch am selben Tag wieder. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber ist ja egal. Ich habe noch so einen kleinen Videovorrat auf meiner externen Festplatte. Vielleicht finde ich das jetzt auch. Da. So einen kleinen Videovorrat hier, wie man hier sehen kann. Hier noch Mafia Part 4, Mafia Part 7, Mafia Part 6, Part 6, Let's Show Minecraft Part 2, was auch richtig gut klappt mit den Let's Shows, weil Minecraft da hat nicht so einen richtigen Game-Ton, deswegen klappt das auch besser, aber ist ja egal. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Mafia 2 Part 5, Mafia 2 Part 3. Ja, das sind so meine Videovorräte. Das heißt, von Mafia Part 1, also von 3 bis 7, habe ich schon aufgenommen. Jeweils immer 15 Minuten und das letzte Part 7 ist 20 Minuten, also 19 Minuten irgendwas. Ja, also ist auch schon ein ziemlich guter Vorrat. Ja, den wollte ich mich auch nochmal bedanken, was ich eigentlich so gut wie in jedem Intro-Video mache. Mich
für 10 Abos bedanken, also 10 Abonnenten. Sind es jetzt schon mittlerweile geworden. Und ich wollte mich einfach nur mal bedanken, das ist einfach Hammer. In der letzten Zeit kamen auch viele Abos. Und ja, hier sieht man auch noch, hier habe ich mein anderes Infovideo, was auch das letzte Video war, was ich hochgeladen habe. Aber ja, es musste einfach nochmal wie Infovideo kommen. Und ja, es ist jetzt auch, soll es jetzt auch gewesen sein. Ja, danke fürs Zuschauen, abonnieren, kommentieren, bewerten. Guckt meine, also jetzt nicht wegen dieses Video, aber abonniert mich und guckt mal meine Let's Plays. Und eventuell abonniert mich und kommentiert mich. Ja. Ach so, genau. Und ich habe mich jetzt entschlossen, meine Video. Ah, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Was ich noch sagen wollte, es sind ja jetzt mittlerweile erst 12 Uploads gewesen, die ich hochgeladen habe. Das hatte mehrere Gründe. Der erste Grund war zeitlich. Mit der Schule, wo noch keine Ferien war, war es zeitlich einfach nicht so drin, so viele Videos hochzuladen bzw. aufzunehmen. Aber das war dann auch der eine Grund. Der zweite Grund war, mein Internet spielt ab und zu mal ein bisschen Gaga. Das heißt, das wird mal richtig hammerschnell, denn auf einmal mal richtig hammerlangsam. Und das dauert dann immer richtig ewig, wenn ich jetzt ein Video hochgeladen habe. Das hat dann 8 Stunden gedauert und das ist wirklich übertrieben. 8 Stunden Video hochzuladen mit 15 Minuten und HD gerendert in 720 Pixel. Also, das ist jetzt nicht gerade der, also gerade nicht das Größte, das hochzuladen. Deswegen dauert das auch immer ewig. Deswegen habe ich auch noch so wenig Videos. Aber nächste Woche habe ich schnelles Internet, 6000er Leitung Internet. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied als was ich jetzt habe. Jetzt habe ich, wenn es hochkommt, vielleicht eine 900er Leitung oder eine 1000er Leitung. Und ja, jetzt werden auch, wenn ich das schnelle Internet habe, auch jeden zweiten Tag jeweils immer 1 bis 2 Videos kommen. Und das auch in 1080 Pixel HD. Und das klappt ja dann auch mit dem Stereo Mix ganz gut. Weil ich Windows 7 und das soll ja dann alles gefixt werden. Und deswegen soll das alles klappen und dann werden die Videos ab sofort auch richtig gut und in 1080 Pixel HD gerendert. Ja, guckt meine Let's Plays, abonniert eventuell, kommentiert die Videos, die Let's Plays und bewertet. Ja, gebt mir auch eventuell einen Daumen hoch bei den Let's Plays und dann sage ich danke fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Let's Play.